Uiuiui. Uiuiui. Wir haben einmal das Sofa hier rechts oder wir haben einmal die Vierertisch hier. So gleich besser. Setz dich mal hin. Dann geht alles wieder vorbei. Alles klar. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Sie können sich einfach hinsetzen. Lass uns mal den Sauerbraten probieren. Ach du meine Güte, schmeckt ja gut. Dann erstmal herzlich willkommen zur Neueröffnung zum Grinsenden Waldschwein. Ja. Ja, ich hab glaub, nächste Umkleide ist ein bisschen schwierig, aber es macht mir jetzt persönlich nichts aus. Was bequem ist, ist auch manchmal ganz hübsch. Außerdem haben sie ja wirklich eine sehr hübsche Kleidung an. Sehr farblich passend. Der Wein ist doch hübsch, oder? So, dann erstmal die Frage, wie, was möchten Sie trinken? Den Wein kann man definitiv genießen. Und das Essen erst. Ja, richtig gut. Also, ich würde sagen, für unsere Geschäfte oder Geschäftsessen... Eine Cola? Eine sehr gute Location. Oh ja. Sofern die Verschwiegenheit stimmt. Cola. Spezi und zum Essen? Das vielleicht noch abtasten. Wir werden es überprüfen. Zu gegebener Zeit. Perfekt. Ja, gar kein Problem. Ich hole schon mal aus dem Keller die Getränke. Da kommen doch alles bekannte Gesichter. Ja, hallöchen, Schätzelein. Der Opi ist auch da? Ja, Opi ist der Lover von Frau Helmchen. Oh. Ja, und was sagst du zu dem ersten Entwurf? Freut mich. Muss gut sein, nicht wahr? Brudi? Ja, kannst du vor aus dem Keller draußen Cola und eine Spezi holen, bitte? Wenn man einfach mal über das Leben... sehr leise. Du bist... Du arbeitest ja auch beim Restaurant, deswegen kannst du das ja. Dankeschön. Ja, definitiv. So, ein Plätzchen für eine Person, ne? Du kannst ja aussuchen, Sofa oder hier einfach einen Tisch. Ich hoffe also wirklich nur, die Loud Lounge. Ja, dann bitte einmal folgen. Ich hoffe nur, die Dame von der... Die Bedienung ist ein bisschen leiser demnächst. Man versteht muss man ihr einfach nur sagen. Ja. Aber das ist doch super hier. Ja, mega. Oh, ich hoffe, da kommen noch ein paar Bilder an die Wand. Ja, das passt immer ganz hübsch. Ja, das stimmt. Ach, ja. Ui, das war laut. Was war laut? Aktuell nicht. Frau Helmchen hat mir gerade voll ins Ohr geschrien. Rouladen. Aber sie ist nett. Und was zu trinken, ja, glaube ich, ne? War's definitiv. Immer. Definitiv. So, jetzt geht's mir wieder gut. Okay. Oh, ja, der Wein, der hat schon Umdrehung, ey. Aber auch nicht lange. Gleich wieder da. Na, bei mir hat er schon länger gezogen. Ich muss erstmal guten Abend sagen. Guten Abend, die Herren. Ach, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Opi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's euch? Ja, bei so einem Lokal, hey, wow. Ne? Wirklich. Ist ja geil hier. Eine sehr gehobene Wirtschaft. Sehr, sehr schön. Meine Frau hat schon was drauf. Die hat echt was drauf. Oh, das hat sie hübsch gemacht. Ja, hat sie super absolut gemacht. Gut, ich will euch ja gar nicht stören, um Gottes Willen. Ne? Nein. Setzt euch wieder ruhig und genießt es hier. Ach, alles gut. Ach, du darfst stören, Opi. Immer. Kein Problem. So, gut, nee, ich wollte nur guten Abend sagen. Macht euch gemütlich, ne? Genießt das hier. Machen ist wir. Ist lieb von dir, wir. Dankeschön. Danke. So, bitte, bitte. So, und nochmal einen schönen guten Abend an euch hier. Oh, gut, alles gut. Und ihr macht euch ein schönes Stündchen hier. Ich mache jetzt auch noch hier Feierabend, Trinken und was zu essen. Dann ruft das Bett. Nö, nee, alles gut, alles gut. Macht so, mal euer Ding alles erleben. Okay. Ja, ich muss. Einsamkeit muss ja immer sein. War doch Zweisamkeit. Sehr gut, aber ein bisschen Einsamkeit. Zweisamkeit. Ja, man hat's gemerkt. Hast du vergessen? Es gibt auch so lustige Sachen. Ja, alles gut. Wie hieß die? Es gibt so Serien in der USA. Meinst du Yoga?
Nein, nein, wo jemand mal gesagt hat, ich habe vergessen, wer mich hinsetzt. Hat er doch mal gesagt, in so einer Serie, weißt du noch? Haben wir immer als Kinder geschaut. Ja, das stimmt. Ganz dunkel. Ganz dunkel. Naja. Nee, macht gerade nicht Klick. Ja, die Kindheit, ist wohl wahr. Die Kindheit zieht immer so ein bisschen, ne? So, wir wollen ja nicht unhöflich sein. Ja, ja, habe ich gesehen. Das war. Ich stehe hinter der Garage mit meinem Lambo. Ach ja. So. Na, um Gott, ja, hast du schon eine Idee, wo wir vielleicht anknüpfen? Ja, alles gut. Hm. So. Gut, dann euch einen schönen Abend, ne? Genießt das hier und ich setze mich in meine kleine Ecke da hinten. Ja, doch, ich denke schon. Also ich denke, wenn wir erstmal ein bisschen die Leute mal kennenlernen, vielleicht auch die richtigen kennenlernen, könnten wir sicherlich mit dem einen oder anderen mal tief ans Gespräch kommen, oder? Ja, das Problem, was ich sehe, wir haben aktuell noch nichts zu bieten. Aber auf der anderen Jungs, Seite... Jungs, ihr könnt auch ein bisschen leiser reden. Also Rudolf ist leise genug, aber Kollege Schnürschuh, Bruder... Der hört mich nie. Weil ich höre dich hier ein bisschen, als ob du direkt bei uns am Tisch sitzen was? Würdest. Was? Ich sitze doch fast am Tisch. Ja, aber auch nur fast. Ja, ja, danke. Ja, kein Ding. So, jetzt aber. Wenn du was sagst, ich höre nichts. Bruderherz? Ich glaube, die Sitze sind ein bisschen komisch. Wollen wir uns vielleicht an einen der Tische setzen? Sehr gerne. Übrigens, euch noch einen schönen Abend, nicht wahr? Auch so. Ja, leider ist es ein bisschen problematisch bei den Stühlen, da sitzt man zu weit auseinander, da muss man sich immer so anschreien. Ganz einen guten Abend. Fragt doch einfach die Dame des Hauses, ob ihr euch nicht an den Nachbartisch oder so setzen könnt. Ja genau, das würden wir, denke ich, auch. Ja, ich denke aber, ihr könnt euch ja auch einfach umsetzen. Ich denke nicht, dass genau, die Tische gerade reserviert sind. Eben. Wir sind ja, also uns erkennt man ja, wo wir sitzen und was wir bestellt haben, von daher. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Seid ihr Brüder oder Entschuldigung? Die Herrschaft? Nein, wir sind Brüder. Ja, das aber bei denen läuft auch dauerhaft Sweet Home Alabama. Ja, das nicht um Brokeback Mountain. Okay, wer war jetzt die Cola was? Und wer war die Spezi? So. Also schönen Abend euch noch. Die okay. Spezi für mich. Genau. So. Ja, Maultaschen gibt's. Jetzt wow, das war laut. Wo noch nicht auf der Karte ist. Wollen wir uns an unseren Tisch setzen? Komm. Oh, ja, okay. Du kriegst auf jeden Fall erstmal... Meine geliebte Maultaschen! Nein, ich... Bruder Herz, ich muss mich so setzen, dass ich den Eingang im Blick habe. Okay. Ja, ich habe so gehört, dass da jemand ganz, ganz scharf so. Drauf ist. So, jetzt ist angenehmer. Ja, da hinten, da muss man sich echt anschreien, das ist echt schlimm. Ja, ja. Nee, hier ist doch angenehm. So. Eben. Genau. Ja. Und von hier, also ich muss sagen, ich habe den Eingang im Blick. Der, ja, genau. Hinten die Toilette im du Blick. Du hast die Getränke also, abgegeben? Mhm. Die Maultaschen, also du möchtest noch Maultaschen dazu. Okay. Die bringe ich wunderbar. Das ist bring genau ich das noch? Richtige. Ja. Aber hier ist es echt hübsch, das muss man schon einfach sagen. Ey, mega, ja, mega. Dafür bin ich auch das, zuständig. Vor allem, das ist der gleiche Scotch hier, ne, wie bei mir daheim. No, deswegen ist er auch so gut. Ja, nur gutes Zeug hier. Man muss aber auch zugeben, ich bei Opi ist es aber auch versucht mit der Musik, aber leider brauche ich irgendjemand, der sich einmal in die Ecke stellt Musik laufen besser lässt. Besser als, also ist es ein bisschen... noch privater mit einigen Räumen im Hinterhof? Ja, als ich weiß, worauf du hinaus willst, als Hauptquartier, sage ich mal, vorsichtig. Ja, definitiv, genau. Aber für Geschäftsessen würde ich hier ganz klar, ne, man lädt den Feind nicht zu sich nach Hause ein. Ja, eben, das stimmt auch. Wenn was ist, dann schon hier. Eben. Und du weißt ja, man muss ja so ein bisschen sein Gesicht zeigen, ne, in der Welt. Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, wir sollten uns überlegen, wie soll ich sagen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht so laut rede. Wie sehr wir illegal sein möchten. Und auch die Frage ist, wie kriegen wir unseren Namen in allemanns Munde? Dass man von uns spricht und wir bekannt werden. Richtig. Ich glaube auch so ein bisschen, wir sollten auch überlegen,
dass wir vielleicht nicht unbedingt im Moment nicht auf Banküberfälle und so weiter ziehen sollen, sondern wirklich eher auf die kleinen illegalen Geschäfte. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber wie wild, also das braucht dann sehr viel Zeit. Ja, das ist ja in Ordnung. So, die Herren, kann ich Ihnen sonst noch was Gutes tun? Also ich würde einfach nochmal 2 Wein bestellen für jeden einen. Ja, gerne. Mhm. Da wäre ich sehr dankbar. Okay, bring ich vorbei. Bitteschön. Ja, also ich sag mal so. Wahnsinn, wirklich schön. Ja. Also ich sag mal so, wir sollten echt überlegen, ob wir eher diesen längeren Weg... Ich meine, guck mal, wir können den Leuten ja dann später auch was bieten, ne? Und wir können dann auch, wenn wir irgendwann ja Lust haben, wenn wir mehr sind, etwas schneller den Betrieb steigern, verstehst du? Mhm. Mhm. Deswegen vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, weil ich meine, guck mal, wir haben hier Opi, wir haben... den Grafen, wir haben seine Frau, wir haben hier deinen Chef. Vielleicht sollte man ja tatsächlich nicht alles erstmal, ne? Also nicht zu in die Vollen gehen. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber jetzt haben wir schon alles für den Bankraub. Ich glaube, wir müssen auf den richtigen Moment warten. Ja, natürlich, natürlich. Das werden wir auch noch schaffen. Aber, Bruderherz, was wir definitiv klären sollten. Ja. Welches Auto wird unser Markenzeichen? Sollte schnell sein, es sollte gut aussehen, es sollte Stil haben. Ein Auto. So, dann ein Wein. Vielen lieben Dank. Einen zweiten. Vielen lieben Dank. Bitteschön, bis später. Jo. Bis später, danke. Ja. Das ist eine gute Frage. Was hast du denn für eine Idee erstmal? Irgendwas Britisches fände ich, glaube ich, ganz gut. Britisches oder halt wirklich... Irgendwas aus der Heimat, ja? Genau. Oder halt wirklich was ganz Altes. Ich hatte, ich habe den Namen leider vergessen. Wie heißt die denn? Kennst du Bonnie und Clyde? Ja. Deren Fluchtauto. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Ich kann es dir jetzt auch nicht sagen. Aber ja... Ich überlege, Ford müsste es doch um die Zeit sehr häufig gegeben haben, oder? Ja, Ford Model A zum Beispiel. Gibt's sowas hier? Nur sehr, sehr schwer dran zu kommen, da habe ich schon mal nachgeführt. Hatten wir ja vorhin. Was gibt's da noch? Wir könnten ja auch erstmal auf was Moderneres umsteigen. Sagen wir es mal so, wir könnten uns überlegen, also es sollte etwas Charmantes sein, ne? Also man könnte ja jetzt auch, du weißt ja, so in die Richtung Bentley vielleicht, also jetzt natürlich nicht unbedingt Bentley, aber du verstehst diese Autoform. So eine schicke Limousine. Sowas vielleicht. Dann gibt es ja diesen Lincoln, ist ja, glaube ich, ne? Oh ja, der hätte Stil. Der hätte extrem Stil. Der ist richtig hübsch. Den könnten wir auf jeden Fall mal beim Autohaus anfragen. Aber nicht jetzt, weil Autohausbesitzung ist dinieren. Dinieren, oh. Genau. Es gibt doch auch noch
Es gibt doch. Boah. Deine Stimmbänder waren aus. Ja, nee, ich überlege gerade. Mir fällt das Auto nicht mal ein. Das war... Oh Gott, jetzt fällt mir das Auto nicht mehr ein. Kannst du dir nicht mehr denken? Oh Mann, das ist auch so, das war dann 40er fast schon. Ne? Ihr seid auch soweit alle zufrieden? Ja. Sehr zufrieden, vielen lieben Dank. Okay. Sehr lieb, danke. Das war's, einfach melden, ne? Machen wir, danke. Alles klar, machen wir. Okay. Ach Gott. Weißt du, mir fallen die Autos... Ich bin nicht so gut mit Autos. Eigentlich müsstest du das aussuchen. Du bist der Beste mit Autos. Was natürlich auch... Ja gut, ich bin für die Neuen, da bin ich fit. Aber bei den Alten wird's halt haberig. Oh, warte mal. Kennst du 356? Bitte was? Den 356. 356? Was ist denn das für eins? Ach so. Auch ein sehr altes. Ist es nicht sogar so ein ganz alter Porsche gewesen? Ja, genau. Ein Zweisitzer. Mhm. Damit, also ist wirklich nicht zum Geschäfte machen, sondern einfach nur klassisch, hat Style. Einfach ein schönes Kfz. Das wäre natürlich auch was Gutes. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Rover vielleicht noch gibt, die mal Mafia-Autos, also, ne? Du verstehst, was ich meine, die man damit angegeben hat. Ich weiß. Ich glaube, über die Farbe müssen wir dann für die Arbeit... müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das, also wird schwarz-matt. Ja, das ist, glaube ich, klar. Als Markenzeichen würde ich dann vielleicht knallrot oder so nehmen. Bei dem, zum Beispiel jetzt beim 356. Weil wir wollen ja auffallen, ne? Wir wollen bekannt werden. Ja, klar. Und vielleicht, hey, vielleicht wäre ein guter Einstieg, wenn wir was Sanftes immer einstecken hätten. Ja, also vielleicht ein bisschen Cannabis so für die Einsteiger. Ne? Man lernt, da machen wir uns sympathisch so, sind. Da machen wir uns immer so die Hände dreckig. Weißt du? Ich mag dieses klebrige Zeug nicht an den Händen. Dafür brauchen wir jemanden, der das, ne? Ja, den brauchen wir aber auch erstmal. Na, den finden wir. Ja, hoffentlich. Ja, natürlich. Opi hat immer gutes Zeug stecken. Ja, wir können ihn, du kannst ja gerne mal rübergehen und ihn fragen, ob er für uns unser Cannabis-Dealer sein möchte. Stell dir mal vor, und er macht das noch. Könntest du mir sogar fast vorstellen. Nein, könnte ich nicht. Der hat doch eine hübsche Bar, oder? Ja, das stimmt. Damit könnte man anfangen. Zu fragen, ob man da was verteilen darf oder so. Aber das auch erst bei Zeiten. Ja, und wie sieht es bei der Polizei aus? Gibt es da vielleicht korrupte Leute? Außer Opi. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht versucht, weil ich noch nicht genug Geld habe. Weil viele Leute unter einer Mille halt nicht anfangen. Denke ich mal. Was nicht anfangen? Ja, zu überlegen, korrupt zu werden. Wir brauchen Argumente, und dieses Argument kann auch einfach bedeuten... Hebt man nicht ab. Ich hab ein Problem. Der Stuhl.
Das war interessant. Das war sehr interessant. Alles okay bei euch? Ja. Ein Traum. Man fühlt sich hier richtig zu Hause. Ja. So. Schöne Atmosphäre. Kann gut reden. Das ist geil. Definitiv. Genau, da gucke ich noch, dass ich dann immer jemanden habe, der Musik abspielt. Dann habe ich das perfekte Ambiente. Ah, das ist ja, das hört sich sehr gut an. Da fühlt man sich fast wie zu Hause. Aber du fast. Ja. Das sollte auch eigentlich so gewollt sein. Deswegen habe ich ja alles sehr heute penibel eingerichtet. Einfach mal achten. Wahnsinn. Aber das ist echt hübsch geworden, das muss man schon zugeben. Noch ist es sogar nicht fertig. Da kommt noch einiges mehr. Sehr schön. Da bin ich gespannt. Ja, aber ich wollte das Restaurant endlich mal wieder aufmachen, weil die Leute haben schon gefragt. Ja, definitiv. Und absolut wunderschön, auch jetzt schon. Und ich bin wirklich aufs Endprodukt gespannt. Und habt ihr schon hinten gesehen? Da ist eine Party-Lounge, ne? Also wenn ihr mal eine Party machen möchtet, sagt ihr mir einfach Bescheid, dann kann ich das Essen, die Getränke richten und dann könnt ihr da hier auch eine Party anmelden, ne? Die Party-Lounge ist wo genau? Wo? Wenn sie einmal folgen würden, dann zeig es ihnen. Ja, klar. Auch von mir selbst kreiert. Leider konnte ich die Möbel vom Vorgänger nicht rausschmeißen, der wollte sie nicht rausgeben. So, einmal nach draußen. Mhm. Dann die Herren mir einmal folgen. Ja, selbstverständlich. Da sehen sie schon den Anfang sozusagen. Oh. Stell dir mal vor, wie jetzt einfach so 10 matt-schwarze Jeeps oder so vorm Auto stehen. vom Haus. Wow. Ach, das ist ja schön. Die Damen Party haben sie heute auch bezahlt. Was zum Gucken gibt's auch. Herrlich. Man kann so viele Damen bestellen, wie man lustig ist. Die kann ich, die bestelle ich aus dem Katalog. Den Katalog brauche ich auch. Genau, die Damen sind jetzt der Standard sozusagen, weil die meisten Leute gehen dann schwimmen, die gehen dann auf den Steg und tanzen. Aber wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte jetzt nochmal so 3-4 Stück hier drumherum stehen haben, dann ist das, man kann sogar Damen bestellen, die zusammen tanzen. Also das ist alles gar kein Problem. Ach ja. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Das ist doch mal, also das ist wirklich hübsch hier, das muss man schon zugeben. Innen das schöne Restaurant, draußen die schöne, ach ja. Also, Bruderherz, ich glaube, wir haben hier eine Goldgrube gefunden. Also, Goldgrube kann man jetzt falsch verstehen, aber es ist, das Gold ist ein für wirklich die Dame sehr, sehr davor. Schönes, genau, ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Genau, deswegen habe ich ja extra hier ein Haus gesucht, weil man hier wirklich alles hat. Mhm. Ja klar, ne? Schöne Außenterrasse. Ja gut, ich hoffe, hier sind ab und zu mal Sanitäter dabei, ne? Nicht, dass jemand hier mal baden geht und... Dankeschön. Sehr gerne. Ja, also hier kommen die Sanitäter auch ganz problemlos hin. Hier gibt es ja auch eine Garage, falls da noch ein Auto von denen rausgeparkt werden muss. Also das ist alles schon bedacht. Ja. Sehr schön. Es ist eine Tiefgarage zum Einparken, dass die... Genau. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr durchdacht, sehr geil. Ja, und der Ausblick muss auch schön sein, ha? Ja, doch. Wenn man sich jetzt da zum Beispiel hier hinstellt, die Damen hat man da vorne, da rechts hat man ja das große Hochhaus, links hat man die Stadt da direkt. Ja. Hat natürlich jemand sein Lambo hingeparkt. Wollte gerade fragen, wem gehört denn da unten das Haus? Keine Ahnung, das weiß ich noch nicht.